Ja, willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich gerne mit dir teilen, wie es mir tatsächlich ergangen ist am Anfang, als die ersten Videos und die vielen Reaktionen und Kommentare erschienen sind und auch Anfragen über meine Homepage, was das mit mir gemacht hat und wie ich vor allen Dingen auch mit kritischen Kommentaren umgegangen bin und auch so das Thema raus aus der Opferhaltung. Wenn dich das interessiert, bleib gerne dran. Ich habe einen Videoausschnitt eingefügt, den ich damals wirklich auch aufgenommen habe. Und am Ende werde ich nochmal Bezug drauf nehmen, aus heutiger Sicht, also einige Wochen später. Viel Spaß! Ich bin Irene und dies ist mein selbst ausgebauter Van, in dem ich lebe, reise und als promovierte Psychologin und Online-Mentorin arbeite. Aktuell bin ich gerade auf der kanarischen Insel La Gomera. Wow, was für eine verrückte Zeit. Und dann kommt da sowas, dass nur so ein Video hochgeladen wird und so viele Kommentare drauf erfolgen, dass ich nochmal schnell hier ein Video selber erstelle und hochlade und auch auf meinem Kanal Kommentare kommen und Anfragen kommen und mein System völlig aus dem Häuschen gerät und wie so ein aufgescheuchtes Huhn kriege ich mich irgendwie gar nicht mehr ein und lebe in einem permanenten Zustand von Aufregung und Stress. Nein, jetzt hat sich das ja schon ein bisschen gesetzt, aber ich musste wirklich händeringend gucken, wie kriege ich mich da wieder runter. Und dann habe ich das auch, ich finde, das ist so ein, es hilft mir so, so eine Adlerperspektive einzunehmen, mich mal so hoch zu beamen und mir das eben anzugucken. Da habe ich eben diese Insel gesehen und da diesen kleinen Minicamper, wie der da steht. Der steht da einfach in der schönen Umgebung und in der Natur und da ist ja gar nichts los. Aber in meinem Kopf geht was ab. Wie soll ich das alles schaffen? Hilfe, Hilfe, Hilfe! Und oh yeah! Und mein Nervensystem ist irgendwie so in so einem solchen Zustand. Das ist für mich gerade noch mal eine Lehrstunde darüber, wie ich ticke oder was in mir für eine Muster immer noch gespeichert sind. Nämlich auf irgendwelche äußeren Anlässe oder inneren Anlässe, oft sind es einfach nur die Gedanken, auf die wir reagieren, ist auch sehr spannend, was die auslösen können. Und wie gesagt, dann dieses Vorher-Nachher-Bild. Ne? Vorher steht dieser Camper da und alles ist schön und die Natur und hier ist gar nichts los. Aber danach ist es genauso. Und alles, was mich in diese Aufregung versetzt, ist es erstens was Virtuelles und zweitens sind es einfach meine Gedanken. Es sind meine Gedanken. Und das zeigt mir auch nochmal so die Macht unserer Gedanken. Was auch sehr spannend ist. Was mich die letzten Tage beschäftigt, da ist unglaublich noch mal eine Angst in mir angetriggert worden. Und zwar auch durch Kommentare. Also ich meine, die Kommentare sind ja fast durchweg positiv. Aber es gibt auch ganz vereinzelt irgendwelche nicht so positiven. Und ich habe auch über meine Homepage was gekriegt, so irgendwie so, ich soll weiter träumen und die Welt retten, das geht ja gar nicht. Und ja, irgendwie so träum weiter. Also es war nicht so besonders nett. Und das hat mich voll wieder in so ein Loch fallen lassen. Das durfte ich erstmal auch mir nochmal genau angucken. Also da ging es mir erstmal nicht gut. Und da war wieder die totale Reaktion auch. Ja, so ein, oh Gott, Gefahr für mein System. Und zwar, das ist mir so aufgefallen, so eine Angst vor Verurteilung. Und die ist uralt. Die ist ganz alt. Und ich glaube tatsächlich, dass wir die alle haben. Weil das wird in der Schule so programmiert. Und dann werden die den ganzen Tag beurteilt. Und das ist nicht selten auch mit Verurteilung verbunden. Alleine so eine Zensur 5. Mangelhaft. Bam, Stempel. Du bist mangelhaft. Und das lernen wir alle. Toll, die das schon früh da rauskommen. Also ich gar nicht. Ich war so angepasst. Ja, und diese Angst kam jetzt nochmal hoch. Und meine erste Reaktion war, Ich cancel das alles. Ich mache das nicht. Ich will das überhaupt nicht. Ich wollte mich irgendwo verstecken. Oh, ich will mich nicht zeigen. Dann bin ich ja so angreifbar. Und ja, aber ich bin nur da angreifbar, wo es noch so
alte Dinge gibt, die vielleicht geheilt werden dürfen. Und für mich ist es jetzt so ein Geschenk gewesen, das nochmal angucken zu dürfen. Und zwar heute aus dem Erwachsenenstand und wirklich aus so ein bisschen bewussteren Status, dass mir ja gar nichts passiert, wenn mich jemand verurteilt. Und unter Katjas Video war auch ein Kommentar von einer Frau, da klang es ein bisschen so eine Empörung durch. Also die hatte doch niemals einen Burnout, so vital und lebendig wie die ist. Die hat keinen Burnout gehabt, ne? Ganz bestimmt nicht. Und erste Reaktion auch, ich wollte mich am liebsten rechtfertigen. Und irgendwie dann nochmal, komm mal runter, fühl mal hin, spür mal, auch hier, nicht da drehen. Und dann, nach einer Zeit, war das für mich auch ein unfassbares Geschenk, weil da konnte ich das so trennen. Was ist ihrs und was ist meins? Und ich weiß, was ich erlebt habe. Ich weiß, wie ich am Boden war. Und das, ich weiß, das sieht man mir nicht mehr an. Ich bin ja auch diesen Weg gegangen, um genau so nicht mehr zu sein. Und habe enorm viel unternommen. Und das aber dann so auseinanderzunehmen und okay, dieser Kommentar, der sagt nichts über mich aus, 0,0 und ganz viel über sie. Und das war irgendwie auch so hilfreich, wenn da irgendwelche Klopper-Kommentare zu kommen, dass sich davon nicht damit zu identifizieren, sondern zu gucken. Und es kann auch sein, dass da ja irgendwas Wahres dran ist und das wirklich zu gucken. Ah ja, stimmt, weil ich bin immer noch so, dass ich mir immer wieder selbst auf die Schliche komme, wo ich in alte Muster falle. Und dann ist das ja auch okay und dann ist das irgendwie ein Geschenk. Und sie hat mich an dieses Muster erinnert, irgendwie immer zu denken, oh Gott, auch die anderen haben mehr Recht als ich, wissen das besser und dieses mit dem Verurteilen. Ja, ist sehr spannend, was hier gerade passiert. Bewusstwerden und Aufwachen, das heißt auch ein Stück weit einfach sein eigenes Tun, Handeln, Fühlen und Denken zu beobachten und nicht mehr so verklinscht damit zu sein. Also das ist das Problem auch mit den Gedanken, wenn wir unbewusst denken und uns völlig damit identifizieren, dann denken wir immer, die Welt ist so, wie wir unbewusst denken. Und das ist auch so, weil aus unseren Gedanken entsteht eben unser Handeln und aus unserem Handeln erschaffen wir letztlich unsere Welt. Also damit kreieren wir ja unsere Umstände und da, wo wir leben, alle Entscheidungen und alles. Das ist halt eine Folge. Und was ich immer früher gedacht habe, irgendwie das fällt alles so vom Himmel und ich bin dann so ein armes Opfer von all dem, was da passiert. Und diesen Schritt wieder zurückzugehen und zu merken, oh, das habe ich ja irgendwie selbst gemacht. Und ganz spannend finde ich das auch mit meinem Körper. Also ich habe ganz oft, nein, jetzt nicht mehr so oft, hoffentlich, habe ich so Migräneattacken. Und ich fühlte mich immer, ich war so am Leiden und denen ging nichts mehr. Solche Schmerzen und ganz körperliches Unwohlsein, oftmals mit Übergeben und alles zum Kotzen. Und dann bin ich da immer in so einem Jammertal und als wenn... Es ist spannend und als wenn das irgendjemand über mich gebracht hat und ich lerne, also dafür brauchte ich auch dieses weit weg und ganz alleine, einfach um zu merken, was tue ich eigentlich den ganzen Tag. Und mir fällt immer mehr auf, wie ich bei den einfachsten Tätigkeiten, und sei es nur irgendwie Obst schneiden oder ist egal was, dass ich immer die Schultern so ein bisschen hochziehe.
Ich war irgendwann mal völlig erstaunt, als mir das bewusst wurde. Und dann habe ich immer mehr darauf geachtet. Und immer diese leicht angezogenen Schultern. Und oh, entspann mal. Egal, was ich machte. Wenn ich irgendwie meine Arme bewegt habe, habe ich irgendwie immer die Schultern hochgezogen. Und interessant, ne? Ich meine, das mache ich. Ich mache das. Und es ist halt eine Angewohnheit. Und wir haben uns von klein auf Dinge angewöhnt. Und das ist nur ein ganz kleines Beispiel. Das betrifft ja ganz vieles. Aber es ist so lohnenswert, auch, ich sag mal, da ehrlich mit sich selbst zu sein und sich selbst mal genau anzugucken und vielleicht auch seine Umstände anzugucken und dann mal ein Stück das zurückzuverfolgen. Weil letztlich landen wir dann wahrscheinlich irgendwann bei unseren Gedanken. Wir haben das und das gedacht und dann haben wir das gefühlt und dann haben wir da irgendwie drauf reagiert und dann haben wir das und das gemacht und dann ist das und das bei rausgekommen und damit haben wir das und das erschaffen. Und ich weiß, manchmal hört sich das sehr, wie soll ich sagen, ich weiß das auch, wenn irgendjemand, also diese, ich sag mal, platten Sprüche, deine Krankheit hast du dir selbst erschaffen, da könnte ich einem nur einen um die Ohren hauen, das hilft mir überhaupt nicht weiter, da wird man irgendwie wütend. Und das hilft, glaube ich, nur wirklich auch so Schritt für Schritt sich selbst zu entdecken, was tue ich eigentlich? Und für mich ist das auch, was ich meinem Körper mein Leben lang angetan habe. Ich meine, was nehmen wir zu uns? Was tun wir alles, wo wir eigentlich auch wissen, das ist ungesund? Und dann denken wir irgendwie, das hat keine Auswirkung. Also manchmal ist es schon ein bisschen komisch, wie wir ticken. Ich glaube, das geht wirklich darum, bewusster zu werden. Ich meine, das hört man ja auch überall und irgendwie... Ach, was weiß ich nicht, erwachen. Aber es ist alles gar nicht so mysteriös, sondern es ist so ganz, man kann das so ganz praktisch und pragmatisch sehen und wirklich anzufangen in kleinen Dingen. Und es geht nicht alles auf einmal. Also bei mir ist zum Beispiel dieses mit den Schultern, ne? Dass ich das jetzt, also habe ich so richtig so einen Fokus drauf. Ich merke auch jetzt noch nicht das immer, aber ich merke das schon viel öfters. Und dann ganz bewusst, oh, die Schultern loslassen, entspannen. Und es ist so ein ganz kleiner Baustein. Ich weiß, dass sich das immer mehr verbessert, je mehr ich an diesen kleinen Dingen auch selber arbeite. Und das ist meine Verantwortung. Und das Tolle ist, also wenn ich das wirklich zu mir zurücknehme, die Verantwortung für dieses Dilemma, was ich in meinem Leben geschaffen habe. Also im Moment finde ich das ja ganz gut, was ich hier geschaffen habe. Aber früher, oh Gott, was habe ich für Umstände in mein Leben gezogen? Und dieser Gedanke, ich habe die selbst erschaffen, der ist erstmal, finde ich, oh Gott, will man gar nicht haben. Nee, und es ist so viel einfacher. Oh, die sind schuld, die Politiker sind schuld und mein Mann ist schuld und mein Chef ist schuld und dieses Gesundheitssystem ist schuld und alles ist schuld. Das ist immer so eine sehr menschliche und erste Reaktion. Das Dumme ist nur, damit manövrieren wir uns ja in eine Opferhaltung. Wenn die da draußen schuld sind, kann ich ja nichts dafür. Dann muss ich darauf warten, dass die sich ändern. Aber die werden Teufel tun. Die ändern sich nicht von sich aus. Was wollte ich schon? Oh Gott, wen ich alles schon ändern wollte, weil ich mich nicht wohlfühlte irgendwie mit jemandem. Dann sollten die sich gefälligst ändern. Das machen die aber nicht. Ja, und wenn ich das wirklich zu mir zurücknehme und merke, oh, da habe ich aber also zumindest einen großen Anteil daran, an dieser Situation. Und ich gucke jetzt mal nicht, wer da noch schuld sein könnte, sondern ich gucke mal, was habe ich denn getan? Was habe ich gemacht? Was habe ich gedacht? Was habe ich gefühlt? Was habe ich weggedrängt? Was habe ich verdrängt? Und was habe ich getan? Und ich merke immer, wie ich mir so selbst auf die Schliche komme, immer mehr. Und je ehrlicher ich mir das angucken kann und je ehrlicher ich auch sagen kann, okay, ich will auch aus diesem Opfersein raus. Denn wenn ich wirklich sage, ich habe das verursacht, dass die großartige Nachricht ist, dass ich es dann auch verändern kann. Also wenn das jemand anders war, bin ich ja so machtlos und wir fühlen uns ja immer alle so machtlos und ohnmächtig. Und es ist so hilfreich, wirklich da zu gucken, was habe ich denn getan? Und kann ich da, gibt es da eine kleine Stellschraube, wo ich was ändern kann? Und wie gesagt, wirklich mit einem Minischritt anfangen. Und wenn die Schraube schon mal ein Stück verstellt ist, dann ist sie schon mal in die richtige Richtung gestellt.
Ja, und dann nehme ich mir, ich erober mir dann mein Leben zurück und auch meine Macht zurück. Ja, und das tue ich hier gerade. Es ist sehr spannend. Also ich bin ganz dankbar für dieses, was hier gerade passiert und zu merken, wie ich in meinem Kopf immer noch Katastrophen inszeniere, Dramen inszeniere. Und aber ich bin ganz dankbar, dass ich das immer mehr sehen kann und merken kann, oh, Moment mal, man kann es auch ganz anders sehen. Genau, und da habe ich von Anfang an mit dieser Adlerperspektive, ich liebe das, dieses mal aus der Box raus gucken, denken, sich Dinge angucken. Ich habe auf meiner Homepage ja schon so einen Blogartikel, geht so in diese Richtung. So, stell dir vor, du hättest deine ganzen Geschichten nicht, oder wer wärst du ohne deine ganzen Geschichten? Und wärst so ein unbeschriebenes Blatt und könntest das nochmal neu bemalen. Das ist wie so ein Mind-Stretching, also unseren Geist mal zu weiten, so ein bisschen weiter zu machen. Und dann kommt man auch auf ganz andere und neue Ideen. Wenn ich immer in diesem Engen bleibe und diesen Schuld, dann werde ich immer enger und enger. Und ich sitze hier in meinem selbstgezimmerten Gefängnis und da kommt mir null Ideen, da fällt mir nichts ein. Ja, jetzt ist schon einige Zeit vergangen, seitdem ich das aufgenommen hatte und wie ich damit umgegangen bin. Allerdings habe ich immer noch wieder auch zu kämpfen mit so kritischen Kommentaren und negativen Kommentaren und habe immer wieder so einen Reflex, dass ich mich rechtfertigen will. Und ich glaube wirklich, das ist ein vielleicht auch lebenslanger, ich sag mal, Heilungsprozess. Denn wir werden ja immer nur getriggert da, wo es noch alte Wunden und Verletzungen in uns gibt. Ja, was mir bei dem Thema raus aus der Opferhaltung noch wichtig ist zu teilen, es ist nicht so, dass ich nicht sehe, was da draußen passiert oder was für Ungerechtigkeiten oder auch, auch wenn mir irgendwas von außen angetan wird, in Anführungsstrichen. Das heißt nicht, wenn ich sage, ich gehe in die Selbstverantwortung und gucke, was ich getan habe. Das heißt ja nicht, dass ich das andere nicht sehe. Und in diesem aber wirklich genau hinzuschauen, lerne ich auch immer mehr, auch halt Stopp zu sagen und eine Grenze zu setzen. Ich weiß, dass ich die anderen Menschen nicht ändern kann, aber ich habe auch viel zu wenig in meinem Leben eine Grenze gesetzt und Nein gesagt und Halt gesagt. Und das lerne ich auch immer mehr, indem ich mehr den Fokus auf mich zurücknehme und zu gucken, ja, was ist mein Anteil in der Situation und wo ist mein Anteil eben auch da, nicht Halt zu sagen, nicht Stopp zu sagen und keine Grenze zu setzen. Und ich finde das sehr interessant, weil mir wurde auch in einem Kommentar ja sozusagen vorgeworfen oder diejenige, die das geschrieben hat, die hat so geschrieben, dass sie so entsetzt ist über meine komplette Ahnungslosigkeit über gesellschaftliche Strukturen und ja, auf unserem Planeten und diese Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten, Verarmung und viele weitere Dinge und Ausbeuterei. Und ich finde das so interessant, dieser Kommentar, der zeigt auch so viel über unsere Gesellschaft, wie wir ticken und dass wir halt Menschen verurteilen, ohne wirklich das zu wissen, wie sie wirklich denken oder was sie wirklich tun. Denn diejenige, die den Kommentar geschrieben hat, ich meine, woher weiß sie das, dass ich so ahnungslos bin? In einem Video, ich kann ja nicht alles von mir auf einmal hundertprozentig zeigen, wie ich agiere, was ich denke. Und ich kann nur dazu sagen, ich glaube, ich habe sehr viel Ahnung von Strukturen und ich sehe und kann sehr genau beobachten und tue das auch sehr genau. Auch wenn ich schon lange eigentlich keine Zeitung mehr lese, keine Nachrichten mehr gucke, aber ich nehme sehr viel wahr und ich nehme das sehr, sehr wohl wahr, was da draußen alles falsch läuft. Aber ich habe mich irgendwann auch entschieden, ich möchte mich nicht mehr da abarbeiten, wo es so aussichtslos ist und wo ich immer ohnmächtig bin, sondern wirklich bei mir zu gucken, wo ist mein Anteil und in dem Fall, aber auch wenn mir was angetan wird, das genau zu sehen und nicht das andere auch zu verharmlosen, sondern
indem ich mich mehr auf mich fokussiere, auch viel mehr lerne, Grenzen zu setzen und zu sagen, nein, halt, stopp, so will ich das nicht, dass mit mir umgegangen wird. Und ich glaube, das ist so, das ist für mich mein Teil, auch in die Selbstverantwortung zu gehen, weil ich habe mich immer als Opfer gefühlt und beschwert über das, was mir angetan wurde, aber ich habe nie gesehen, dass ich das auch mit mir habe machen lassen. Und eben nicht Halt gesagt habe und nicht Stopp gesagt habe und nicht Nein gesagt habe. Und ja, das war mir auch nochmal wichtig zu teilen. Und ich glaube, also das ist manchmal so schwierig, so diese Unterscheidung zu treffen und wirklich genau hinzuschauen. Und auch nicht in diese, für mich ist es auch so wichtig, nicht in diesem Negativen mich so reinziehen zu lassen, was so in dieser Angstschiene und in diesem, das ist halt alles schlecht und alles negativ und ja, es ist vieles schlecht, aber ich glaube, es hilft niemand was, wenn ich mich in dieses, ich sag mal, Jammertal begebe und in diese Opferhaltung und dass ich gar nichts machen kann, sondern wirklich in, und das hat nichts mit positivem Denken zu tun, sondern wirklich in mir immer wieder nachzuforschen, wie kann ich trotzdem in mir eine positive Energie auch schaffen und auch eine positive Ausrichtung und auf das Gute mich fokussieren und auf das, wo ich wirklich etwas bewirken kann und nicht das, wo ich ohnmächtig bin. Das hilft, glaube ich, niemandem. Ja, und letztlich auch in die Liebe zu gehen und nicht in diesen andere verurteilen und mich selbst verurteilen, sondern viel nachsichtiger zu werden. Ja, und ich weiß, es liegt, glaube ich, ein großer, daran kranken wir Menschen auch in diesem Verurteilen und in dem Beurteilen. Und in der Regel können wir andere nicht wirklich beurteilen und ihr Handeln, weil wir ihre Beweggründe gar nicht kennen. Und wenn wir das aufhören, können wir, glaube ich, viel mehr in einen respektvollen Umgang miteinander gehen und den anderen so sein lassen, wie er oder sie ist. Ja, ich wünsche euch noch eine ganz gute Zeit und ja, mein Fragen- und Antwort-Video wird noch kommen und ein Ausbau-Video auch, aber das ist, glaube ich, wieder mal etwas aufwendiger. Und ich hatte diesen Teil dieses Videos hatte ich schon im Kasten und dachte, ich nutze das jetzt einfach mal. Ja, alles Liebe. Ciao.